Henlo und Let's Go mit Phasmo mit der Kuh. Uwu. Oh no, CP hat seinen Schlüpfer verloren. Sollte mal auf seinen Kopf gucken. Ich glaube, da ist er. Oder in der Mikrowelle. Schön warm. Ich habe Anspruch auf alle Schlüppis, habe ich eben beschlossen. Alles klar, Butterchen. Klassik hat im Van. Nice. Meine Schlüssel. Meine Schlüssel. Dante. Oh nein, ich höre Dante nicht mehr. Ich höre Dante auch nicht. Und auf in Discord. Dante benutzt. Lauter machen. Ja. Dante, ja, hallo? Hast du Push-to-Talk an? Sicher? Das war bei Affinis auch das Problem. Okay, warte, ich gucke aber sicherheitshalber nochmal nach. Ja, du jetzt hast Push-to-Talk an. Ich, also jetzt ich hab, geht's ich hab nicht, aber ich habe doch gar nichts eingestellt, ich habe nur Escape gedrückt. Ja, vielleicht war das das Problem. Okay, das aber ist Problem aus. In dem System hier, jetzt hören, dann werde ich ist wieder. Das System. Das Problem sitzt meistens davor. Das hast du gesagt. Also die Tastatur, ja, so. Weil die ist noch dazwischen. Ja, genau. Ach, stimmt. Schmutz! Schmutz-Tastatur, Schmutz. Hey, neue Bilder! Wow, ist das jetzt noch? Oder waren die schon immer da? Ich hab mich hier nicht ange... Dante, wann hast du eigentlich den Pass geholt? Hast du den Pass schon geholt? Ich hab ihn schon geholt. Aber noch nicht runtergeladen. Ich hab keinen Speicher, deswegen habe ich noch nichts runtergeladen. God dang it! Ich könnte Red Dead Redemption löschen und dann hätte ich... Oh! War die, ging die gerade zu? Also der Knochen ist oben im zweiten Kinderzimmer, in dem violetten. Also ich könnte Red Dead runterlöschen, dann hätte ich Platz. Ich habe keine Dings, keine Kamera dabei. Ja, das wäre super. Weil ich hab schon Bock. Es hat zwar noch mega viele Bugs, aber ich hab Bock. So ein kleines ich muss nur Badezimmer. Gucken, wie mein Name heißt, weil der liest die Daten vor und verrät den echten Namen dann. Wenn du den echten Namen eingetragen hast in dein Windows-Konto. Ja gut, das ist suboptimal. Ja, also guck lieber nach, was du für einen echten Namen eingegeben hast, weil die lesen den vor. Jawohl. Ja. Nice. Der hat hier oben gerade eine Tür angefasst. Oh. Kein Speicher, dann packst du halt in den Keller. Ich habe die Tür zugemacht. Okay. Welche Tür denn? Das kann ich euch nicht sagen, ich habe die leider nur gehört. Aber ich weiß, dass sie oben war, weil sie war ziemlich in meiner Nähe. Ne? Kurze Frage, hat jemand die Kellertür gerade zugemacht? Nee. Ja, ich. Okay. Fassen Türen an, Geist. Was ist da los? Spielen wir Nightmare? Nee, ich glaube Profi. Da haben wir wenigstens noch ein bisschen die Chance. Wir haben Nightmare tatsächlich schon geschafft. Schon mehrmals. Aber halt nicht gut. Also ich habe keine Hinweise, wo der sein soll. Ich auch nicht. Oh, da war eine Tür. Ja, irgendwo. Welche? Rechts von mir, das wird wahrscheinlich die gewesen sein. Hast du das? Nein. Dann haben wir ihn hier. Ich glaube, wir glauben, wir haben den Raum. Ich komme hoch, genießt. Ja. Was war denn das für ein Hamster? Ich habe Ausschlag auf 3. 5. EME 5. Hab ich. Ja, 5. EME 5. Ich habe Buch und Box dabei. Ich habe Touchies. Ich
hab mich dabei. Das muss reichen. Das ist auch sehr schön, Dante. Bist du hier? Oh, eine Tür angefasst. Auch innen drinnen gucken. Ja, ja, mach es. Sanity ist bei 50%. Schon 50%? Oh. Gesundheit, dankeschön. Wollen wir mal eine Kerze ausblasen? Ja, wäre besser, oder? Ich nehme sie. Ja. Also, ich habe Salz dabei und ich würde. Haben wir alles drin? Wir haben eigentlich. Wir haben eigentlich alles drin, ja. Ja, wir gucken einmal nach. Ja, liegt auf dem Bett. Ja, dann mache ich die Kerzen an. Und dann können wir die mitnehmen schon mal. Dann haben wir schon mal Kohle. Obwohl, wäre eigentlich sinnvoller, wenn ich die Kerze hier lasse und ein Kruzifix mitnehme. Ich habe ein Kruzifix. Ich kann auch ein Kruzifix mitnehmen. Okay, dann wäre es sinnvoller, wenn ich die Kerze mitnehme. Ramondisch. Stellt das erstmal auf Dings ab. Voll ramondisch. Das ist so ein typisches Date unter Bürokraten. So vor dem Computer, einfach eine Kerze. So ein richtiges Candlelight-Döner, ey. Candlelight-Döner. Guck mal, reinige den Bereich. Jogi, würdest du dann Dings nehmen? Ja, ich spiel Putze. Räucherstäbchen? Ich räuche. Reinige den Bereich. Gib mir den Lachs, ich räuche. Ja, dann Rainer. Okay, Salz ist abgeschlossen. Dings ist schon durchgelaufen gerade. Wow. Handy hat vibriert hier. Das Handy, ja. Bist du hier? Also wir müssen nur noch Candle machen. Dann haben wir alles. Mag irgendjemand mal mit dem reden? Ja, ich versuch's mal. Are you here? Ich hab ein X. Oh, das Licht ist aus. Also mit mir möchte er nicht reden, ich hab ein X. Bist du hier? Wo bist du? Bist du ein Schwuggele? Oh, er reagiert drauf. Am Ende wäre geil, wenn die Antwort kommen wäre. Ja. Cold. Cold? Haben wir jetzt alle Objections schon? Ja. Müssen nur noch rausfinden, was Für Geist ist. Schreib ins Buch. Nein. Oh. Komm mal raus. Juki, wir haben Bock. Oh. Also, Raven, Spirit oder wieder die Twins? Fingerbrücke nicht. Stop. Oh, shit. Mal auf die Kamera gucken. Orb kann es nicht mehr sein. Fingerabdrücke kann es nicht mehr sein. Buch kann es sein und Gefrier kann es sein. Kann es noch Dots oder so sein? Nein. Ja, Dots, Buch und Temperatur. Okay. Er hat auch die Dings ausgemacht. Yuki hat gerade auch die unten ausgemacht. Mhm. Oh, wir haben Dots. Wir haben alles. Mann, ich wollte nur aufstehen. Sterben oder? Nee, sie kommen raus. Okay. Ich wollte nur aufstehen. Ja, cool. Ich wollte nur aufstehen. Minu. Okay, ab. Ich drop das Mic. Mic drop. Geh ich mit. So, Gespenst eingetragen. Jo. Alles Mic gedroppt. Fertig mit der Show. Immer diese Showsen hier. I am the chosen one. I'm the Chibi of Doom. Welcome back. There's some jobs ready. Hey, ein bisschen Geld. Woohoo!
Ja, 200. Wo ist Dante hin? Delete. Der dachte sich, eine Runde reicht. Mehr Dante braucht keinen Bock mehr? Dante braucht nicht mehr mit dem Pöbel verschwinden, eine Runde reicht. Nee, es waren diesmal keine Twins, Freya. Es war das Gespenst. The Spooky One. Der Spooky. Der Spook. Ah, was ist denn heute mit meinem PC los? Ich weiß nicht. Der ist ja richtig im Urlaub. Der denkt sich auch nur so, ne. Mit dem. Also entweder liegt es daran, dass ich nach Installation alles mal einmal laden muss, oder er hat einfach wirklich keinen Bock gerade. Muss mal einen Neustart machen irgendwann mal. Morgen. 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 Ja, moin. Ich krieg zum ersten Mal richtige Mitarbeiter-T-Shirts. Beim so, wo wollt ihr jetzt hin? Oh, ich weiß nicht. Such uns doch mal ein schönes Häuschen. Nochmal ein schönes Häuschen. Beim letzten Laden, wo ich Alter gearbeitet habe, da habe ich bin ich ein halbes Jahr inkognito gelaufen, weil sie mir keine T-Shirts gegeben haben. Da hieß es dann so, Dante, ja, suchen Sie sich schwarze T-Shirts und das reicht dann. Guck mal, der ist immer noch da. Der ist immer noch da. Hi. Hi, ja, der Typ, der da oben steht, ist auch da. Oh. Da ist er dabei. Warte mal. Ist sie auch noch da? Ja. Ja. Die Süße ist auch noch da. Ich wurde von meinem eigenen Team weggemobbt. Ich finde es gut, dass sie da hinten den Raum einfach so die Wände wegbacken. Und wie dann gesagt, ich hatte keine Mitarbeiter-T-Shirts. Alle anderen hatten Mitarbeiter-T-Shirts und ich so, holen Sie sich zwei schwarze T-Shirts und wir Gutes bezahlen Raum, die Editing. Sie dann. So zwei schwarze T-Shirts für 2 Euro und die bezahlen wir Ihnen dann. Wo ich dann sagte, wo soll ich bitte ein schwarzes T-Shirt für 2 Euro herbekommen? Ich habe mir dann 1 für 5 geholt. Beziehungsweise 2 für 10. Ging auch, haben sie auch bezahlt. Mussten sie ja, weil. Ich kann jetzt nicht in den günstigsten Laden irgendwo in Timbuktu und Buxtehude fahren. Nur damit die sagen können, ja, ich habe meinen Soll erfüllt, damit ich ein T-Shirt für 2 Euro geholt habe. Tippin. Gewitter! Und Squat. Wir warten auf unseren Hund hier. Ja, der hat irgendwie keinen Bock. Hat mir eine neue Lederjacke gekauft. Fancy. Aber das mit dem Weggemob vom eigenen Team kenne ich auch, deswegen bin ich ja auch weg. Weil, ne? War nicht mehr so lecker. Wir warten auf unseren verlorenen Sohn. Tante? Wo ist man eigentlich? Ach, Tanglewoods. Tingeltangel Bobs Haus. Nice. Dann haben wir bestimmt Zwillinge. Also ich wüsste nicht, dass wir beide ein Kind kriegen. Oder zwei. Ich auch nicht. Siehst du, sind aber schon zu zweit. Zwillinge. Das sind die Zwillinge, ja. Mein Gott, was braucht er denn so lange? Dante will nicht mit uns spielen. Vielleicht sollte er doch mal den PC neu starten. Ich bin in der Zeitschleife gefangen. Ey, Yuki, spielt gerade War Thunder von Alter, meinem Team mit 5 Tonnen Bombe bekommen. Oh, nice. Warum bist du gegen den 5G-Tower gecrashed? Da war ein Donner. Ja. Wieso haben wir keine starken Taschenlampen? Ich weiß es nicht. Oh, ich habe alles reingeschmissen. Ich auch. Ja, Oldschool. Oldschool. Wir sind Hipster. Klassik Hand.
Dann nimmst du Kamera und so mit, dann kann ich wenigstens andere Sachen mitnehmen. Ich habe eine Videokamera dabei. Und EMF. Ja, nimm mal Dots. Ne, nimm mal EMF weg und nimm mal Dots mit, falls wir den Raum finden. Bei Yuki hat EMF, ja. Dann kann ich okay, wenigstens Fotokamerama mitnehmen. Oh, das Ding will ich gar nicht. Fotokamerino? Und. Oh, ich geh nicht raus. Sorry. Es ist gewittert auch. Es regnet nur, es ist kein Sonnenschein, ja? Warte, warte. Ah, schnell, schnell. Ich glaube, unser Vampir ist auch zu nass. Bist du hier? Die Tür bist du offen. Hier? Nope. Bist du ein Flurgeist? Der Knochen ist hier drüben, also der Unterkiefer zumindest. Was, wie, wo? Unterkiefer. Unterkiefer. Erstmal Foto. Nice. Zick. Für mich hat es gerade genauso ausgesehen, als hättest du gerade den Bettpfosten fotografiert. Lass mich und meinen Bettpfosten in Ruhe. Ist ja okay, ich lass dich und deinen Pfosten. Ich hab den Bettpfosten an. Bist du jetzt ein Geist, wenn ihr Spuk in ihren Schränken? Friss immer den Kühlschrank leer, das ist viel effektiver. Wenn man ein Geist ist, immer den Kühlschrank leer fressen. Und wenn sie nichts im Kühlschrank haben, dann werde zum Poltergeist. Ich sag dir. Seid ihr in der Garage? Ja. Hallo. Ja. Ich sehe dich, Wolf, ja. Ja. Oh, ja, ja. Ja, ja. Bist du hier? Ja. Talk to me. Also dort habe ich bis jetzt nicht. Ricky. Aber wir haben schon lange kein Luigi-Board mehr gehabt, kann das sein? Ich glaube, das gibt's auf Profi gar nicht mehr. Ach so. Unverschämt. Ach, du. Habt ihr schon irgendwas? Bist du hier? Nö, gar nichts. Give us a sign. Something. Irgendwas. Gib uns ein Zeichen. Was machen sie? Oh, oh, hier Badezimmer, 3 Ausstart. Und Licht aus. Die Badewanne ist hochtoxisch. Licht ist wieder an. Nice. Badezimmer. Badezimmer hatte ich jetzt 3er. Bist du hier? Also nicht ich hatte ein 3er, aber das EMF. Wow. Hattest du ein 3er im Badezimmer? Immer. Als du gestorben bist? Ja, mit meinem Mann und meinem Mann. Bist du hier? Das fühle ich jetzt nicht so. Okay, mit mir möchte ich nicht quatschen. Elefantentöterverein, wir töten, was trötet. Dann ist der Geistervampir, ja, ja. Hat er was angetatscht oder so? Es gibt ja jetzt eine Fortsetzung von Hui Bui bald, ne? Er hat mich berührt. Okay. Okay. Und jetzt muss Dante auch noch wieder in den Regen. Ah! Es ging in den Nacken rein. Mr. Mary, hallöchen. Ein wunderschönes Tier. Ich habe es gar nicht. Ich dachte, du bist super CP, weil ihr dieselbe Farbe habt. Mensch, alt schick bei dir. Schon lange nichts mehr also gehört. Kannst du ja momentan nicht streamen, ne? Die optionalen gefallen mir gar nicht. Für schon Kacke. Wie kommt das denn? Also, mir ist alles schick. Ich hoffe bei euch auch, dass ihr mal wieder gesund seid. Wir waren ja jetzt eine ganze Weile am Kränkeln. Oh, nur das ist Auto, ey. Plönk. Ey! Jemand will meinen Fiat Punto klauen. Fiat Punto. Poltergeist. Nee, das bin mir noch nicht sicher. Reicht jetzt hier. Ganz ruhig, Butterchen, ganz ruhig. Alles ist gut, solange du weich bist. Immer schön geschmeidig bleiben, Butter. Dann läuft's wie geschmiert. Wie geschnitten Brot. Man muss sie nur richtig buttern, dann läuft's wie geschmiert. Schreib ins Buch.
Wow. Kann es sein, dass er vielleicht den Raum gechanged hat? Liegt hier überhaupt schon ein Buch drin oder so? Nee, vorne, vor dem Eingang liegt ein Buch. Ja, das hatte ich dahin gelegt, weil ich dachte, hier liegt schon eins. But then he changed his mind. Wieder feststellen dürfen, dass mein Bruder ein absoluter Schwachkopf ist. Okay. That's not so good. Hand. Hand ist da, er hat, glaube ich. Ich bin ruhig, alles klar, Butterchen. Butterchen ist geschmeidig. Ja, dann hoffen wir mal, dass deine Hand überlebt, ne? Was hat der noch? Achso, eine Frau. Tür ist offen. Oh Gott, das war so knapp! Finger ab, Toto. Ja, war das knapp. Fingerprints. Er ist übrigens hier gespawnt. Genau hier am Eingang. Okay. Aus diesem Grund lege ich mal hier alles weg. Achso, du hast schon die Kamera dahin. Okay. Bist du hier? Oh, ich bin zu blöd dafür. Wo bist du? Ist Strom wieder an? Bäh. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm, was dein Bruder so angestellt hat. Also ich würde sagen, ich habe so unter 25% ziemlich erreicht. Was? Ja, aber die gesamte wird ja. Ja. Na gut, das kriegen wir noch hin. Auf jeden Fall müssen wir Strom wieder anmachen. Ja, und das mache ich dann. Wegen Temperatur gucken. Was haben wir denn jetzt eigentlich? Fingerprints. Fingerabdrücke. Wir haben nur Finger. EMF3. Dots weiß ich nicht. Er hat in dem Spiel verloren, ist so ausgerissen, dass er dumm genug war, auf seinem Ceranpferd zu kloppen und hat sich damit den gesamten Arm in den Scherben auf. Oh. Bah. This is not good. Licht ist an. Gib uns ein Zeichen. 4,6 Grad. Brüder sind schon dumm. Gib uns ein Zeichen. Right in the book. Right in the book. Are you here? Also ich hab ein X. Are you here? Are you in this room? Where are you? Talk to me. Okay, wieder ein X. Right in the book. Also hier ist zumindest einmal ein Hand prevented worden. Hat keiner ein Räucherstäbchen? Er ist ein absoluter Idiot. Wir haben keine Räucherstäbchen mehr, nee. Ne? Ausverkauft. Aber wir haben halt eine Mission dafür. Ja. Wir haben Wolfi. Nice. Wo
Boah, man sieht halt voll schlecht, ob wir da Dots haben. Hm. Hallo. Hallo. Er hat schon wieder das Auto angemacht. Ja, ich habe einen Schlüssel. Also wir haben einen Schlüssel. Genug Worte dann dafür heute. Ja, guck uns zu, entspann dich. Okay, das erste Kreuz ist kaputt. Wir haben dort. Nice. Benji Phantom Goyle. Schreib in das Buch. Wo bist du? Wir können nur noch Box, Forbes und EMF. Ja, auch können wir ziemlich ausschließen. Ja. EMF läuft. Und ein Zeichen. Oh no. Oh no. Dante, run. Run, Dante. Ich wollte mich gerade umdrehen und wieder zu Dante reingehen, aber Dante ist einfach wieder alleine. Ja, warum ist er denn noch nicht rausgegangen? Ich weiß es nicht. Ich wollte nur das Auto ausmachen und bin dann wieder raus. Ist er tot? Er ist tot. Neben mir fahren 5 Panzer. Wer bekommt die Bombe ab? Natürlich ich. Mm. Hallo. Dante ist tot. Neu. Wahrscheinlich in die Arme gelaufen. Was? Dante ist tot. Oh, no. Ja, dann... Ich würde mal Pillen nehmen, ne? Ja, kannst du auch 2 Packungen nehmen. Dann nehme ich die eine. Dann haben wir wenigstens noch ein bisschen... Alrighty. Spielraum. So, also... Orbs sehe ich keine. Nee, ich auch nicht. Also theoretisch können wir die ausschließen. Mhm. Wenn wir Box nicht bekommen, würde ich auf EMF gehen und Gojo eintragen. Also ich habe jetzt mit der Box versucht, in jeglicher Richtung. Yuki, do it. Space. Warte, ist so. Hallöchen. Ein wunderschönen dir. So. Bist du hier? Are you here? Da liegt der Dante. Where are you? Talk to me. Bist du hier? Hast du Dante getötet? Warst du das? Bist du hier? Dante tot, wirklich. Jo. Ich würde sagen, Box. Wir haben Box. Er ist in der Garage gewesen. Nice. Wir haben ein Phantom. Ein Phantom. Ein Phantom auf der Opera. Dante, wir haben Phantom. Phantom. Wir haben die Box. Also ist er genau in die Arme gelaufen. Ja. Scheinbar. Miep, miep, miep. Nee, mit der... Warte, mit... Ja, danke. Mit der Kamera konnte ich die Dots sehen. Nice. Er ist von dem kleinen Flur in den großen Flur gelaufen. Hm. Ja, okay. Schönes Bild. Dante ist also auch da. Können wir ja losfahren. Ja. Ich glaube, er sammelt Hundebilder. Kann das sein? Ich glaube auch. Ist Lassie in den Brunnen gefallen? Oh, ich bin da. Mhm. Hallo, Dante. Will er doch mit uns spielen. Was ist denn da passiert? Ich bin ihn voll in die Arme gelaufen, wie du schon gesagt hast. Ich dachte, ja, er wäre hinter mir. Auf einmal kommt die Stimme von vor mir und ich denke mir so, no, schnell in den Keller. Und da war es schon zu spät. Ja. Ja. Danke fürs Zusehen und denk daran zu abonnieren, liken und kommentieren.